Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Bundeskanzlerin. Der aktuelle Haushalt beträgt 344 Milliarden Euro. Es ist der größte je dagewesene Haushalt. Und dabei fehlen leider Rückstellungen für künftig haushaltswirksam werdende Garantien. Wir haben eine Wirtschaftsprognose, ein Wachstum von ca. 2,2%, aber der Bundeshaushalt wächst um das Doppelte. Das heißt, wir leben ganz einfach über unsere Verhältnisse. Deutschland hat nur noch ca. 15 Millionen Netto-Steuerzahler, wenn man die staatlich Angestellten einmal abzieht. Bei ca. 12 Millionen Angestellten in staatlichen Behörden, das sind etwa 15%, sind wir gar nicht so weit vom Drama der griechischen Administration entfernt, wo ca. 20% der Beschäftigten in staatlichen Stellen arbeiten. Die Folgen der Migrationskrise spätestens seit 2015 haben zu einem weiteren Stellenaufwuchs in Behörden geführt. Wir wissen von einer Vervierfachung der Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf 8.000 Stellen. Wir wissen, dass Land auf, Land ab Verwaltungsgerichte die Verfahren nicht mehr bewältigen können, sondern weitgehend gelähmt sind und auch dort die Landeshaushalte entsprechend vergrößert werden müssen. Und der Etat für das Ministerium Arbeit und Soziales beträgt im aktuellen Haushalt 140 Milliarden Euro. Das sind noch einmal mehr als 2 Milliarden Euro mehr als letztes Jahr. Und da frage ich mich, wenn es Deutschland so gut geht, wenn die Wirtschaft boomt, wenn wir so gern von nahezu Vollbeschäftigung reden, warum ist ausgerechnet dieser Haushalt so gigantisch groß? Er widerspricht, Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Bundesregierung, Ihren Ausführungen, Ihrer Interpretation. Wir haben mitnichten das, was wir mit diesem Haushalt bräuchten, einen Aufbruch für mehr Wachstum, für mehr Wohlstand und vor allen Dingen für einen sich zurücknehmenden Staat, denn der breitet sich weiter aus. Die Zinskosten für die Bundesschuld sind fast so groß wie der gesamte Etat der Bundesministerien für Justiz, für Umwelt, für Ernährung, Landwirtschaft, für Finanzen und beträgt 21 Milliarden. Und das in Zeiten von Negativzinsen. Sie können ausrechnen, wie hoch dieser Titel wäre, wenn die Zinsen wieder steigen. Meine Damen und Herren, Ihrem Haushalt fehlt die rote Linie, wenn man mal Orientierungslosigkeit und Stückwerk als rote Linie nicht gelten lässt. Was wir brauchen, ist eine Wirksamkeitsbenchmark, ein Maß dafür, ob Ihre sogenannten Investitionen wirklich Erfolg bringen, ob sie dabei helfen, dieses Land voranzubringen. Und nur ein Beispiel, wenn wir die Energiepolitik nehmen, erwähnt, wissen wir, dass Planwirtschaft zu DDR-Zeiten, zu Sowjetzeiten und auch im Jahr 2018 nicht funktioniert. Der Strompreis ist um 27% in 10 Jahren gestiegen. Die deutsche Industrie hat heute mehr als 30% für den Strom zu zahlen als europäische Nachbarn. Und weil Ihnen das noch nicht reicht, haben wir seit wenigen Tagen die Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen. Wenn man dem Speditions- und Logistikverband glaubt, dann haben wir eine weitere Milliardenbelastung für Unternehmen, die am Ende, das wissen wir alle, auf Verbraucher, also Bürger, übertragen werden. Deswegen, anstatt den größten Haushalt aller Zeiten zu feiern, lassen Sie uns doch in guter alter Tradition einmal nach Westen blicken, in die USA. Nach 500 Tagen Trump steht fest, die amerikanische Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist im 18-Jahrestief und die von Afroamerikanern und Lateinamerikanern befindet sich im Allzeittief. Das Verbrauchervertrauen wächst, Firmen investieren nahezu 40% mehr und offenbar wurde sogar die koreanische Halbinsel befriedet. Und hier benötigen Sie, liebe Kollegen von CDU und CSU, 3 Wochen, um sich auf eine von 2 weitgehend wirkungslosen Alternativen in der Migrationsthematik zu einigen, während die FDP zwar gern Steuersenkung fordert, aber auf europäischer Ebene mehr Verwaltung will, um weniger Staat zu bekommen. Herr Lindner, die Amerikaner lachen uns dabei aus. Ein wahres Wort hat Frau Merkel gesprochen in den letzten Tagen. Sie hat gesagt, die Migration kann zur Schicksalsfrage Europas werden. Das stimmt, nur haben Sie leider nicht die Kraft, die Fehler der vergangenen Jahre einzugestehen und daraus für uns eine Position der Stärke zu generieren. Das einzig Gute am vergangenen EU-Gipfel ist der deutlich erkennbare Paradigmenwechsel in der europäischen Politik. Auch wenn Sie, Frau Merkel, sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und Teile dieses Hauses sowieso, werden die europäischen Völker mehrheitlich dem australischen Modell, der Politik Orbáns, Kurz, Salvinis und auch Seehofers folgen, damit wir hoffentlich noch rechtzeitig Europa als Hort der Freiheit, des Wohlstands
und der Demokratie bewahren und wiederleben. Wir sollten öffentlich Ehrlichkeit darüber herstellen, dass wir weder in Deutschland noch in Europa in der Lage sind, Millionen von Migranten aufzunehmen und Afrika zu helfen, es sei denn, wir reden über Hilfe zur Selbsthilfe. Meine Damen und Herren, ich vermisse in diesem Haushalt Wesentliches: eine Senkung der Staatsausgaben, eine Stärkung durch Entlastung für Mittelstand und Familien, auch bei der Bürokratie, und die Überprüfung staatlicher Beihilfen auf Sinnhaftigkeit und Effizienz. Diese Kriterien sind nicht erfüllt, deshalb verdient der Haushalt auch keine Zustimmung.